Ja, hallo Freunde, willkommen. Na, Altar bei euch. Ja, heute geht es gegen VfR ein. Ich bin heute nicht so wortgewandt. Keine Ahnung, warum. Ist Montag halt, ne? Und eigentlich hätte die Folge auch schon fertig sein müssen, aber na gut, egal. Wird sie halt ein paar Minuten später rauskommen heute, aber ist ja wurscht. Wir starten gleich durch. Letztes Spiel haben wir gewonnen. Und ich sehe gerade, wenn wir jetzt gewinnen, können wir die Tabellenführung übernehmen. Ja, nice. Gut. Ich habe ein paar Tage schon nicht gespielt hier. Um genau zu sein, Freitag das letzte Mal. Jo, gut. Ist halt so. Kommen wir legen auch gleich los. Es ist heiter. Der Heiner Schnitti ist der Schiri. Und ab jetzt. So. Ja, und falls ihr euch fragt, was ist mit Red Dead Redemption, die Folgen werden erstmal nicht rauskommen mehr. Weil ich habe keinen Bock. Also ich spiele es zwar, aber halt privat nur. Ich habe keinen Bock, das aufzunehmen, ganz ehrlich. Es wird auf jeden zweiten Kanal wird das gezeigt, also von daher ist es mir wurscht. Aber es ist mega nice, das Spiel. Aber zurück zum Fußball. Die dritte Liga wartet. Jo, sehr schön. 18 geschossene Tore. Nice. Legen wir hier los, wie die Feuerwehr. So. Nee. 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 Eieiei. Hätte ich ja fast noch gehabt. Oh, Ingram? Okay. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Und gehen wir durch hier. Uah, was war das für ein Karate-Tritt, ey. Mies. Das war heftig. Hätte er den getroffen, hätte es Aua gemacht, glaube ich. Nein! Ich wollte noch den Körper reinstellen. Oh je, je. Haben wir Duse gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher Platz die sind, aber egal. Interessiert uns nicht. Wir wollen gewinnen. Ja, aber nicht, wenn man dem Gegner den Ball gibt. Nee, nee, nee. Saubere Gretchen. Jungs, was ist denn hier los? Ein ganz normaler Pass. Kriegt da nicht hin, oder? Ja, ich weiß, ich spiele, aber ja. Wie gesagt, ich brauche noch, wie immer, 1, 2, 3 Minuten, um reinzukommen, wieder. Ist halt, wenn man nicht hintereinander wegspielt, sondern mal ein bisschen Pause zwischen ist, ne? Ach, Junge, ey. Langsam reicht das. Gleich wirst du ausgewechselt. Alter, was für ein Pass. Nee, nee, nee. Schiri, das kann man auch abhalten. So, geh mal hier. Schönes Ding. Ei. Nein. Ach, nochmal, danke. Nein. Das war mir nicht mitgedacht. So. Ja, lauf doch mal da unten weiter, Junge. Du bist Mittelfeldspieler. Was machst du denn an der Mittellinie? Wenn wir im Angriff sind. Ah, Mist. Erste Ecke. Sehr gut. Ja, ihr merkt, ich spiele gerne über die Außen, ne? Klappt ja auch ganz gut. Meistens. Oh, oh, oh! Ja, ach, da sind meine Fans, okay. Dann gehen wir da. Oh, okay. Ja, super. Ich will ja nichts sagen, aber was hat denn der Torwart da gemacht, hä?
Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ey. Jo, da hat eine Fliege gefangen. Krasses Ding. Jo, das war dann nicht mehr so schwer. Gut. 1-0. Anton Fink. Neuntes Tor. Müsste es sein. Richtig. An. Nicht mehr merken. Ja, das geht doch schon mal gut los. 1-0, dank des Gegners, beziehungsweise dem gegnerischen Torwart. Ja, was? Dein Ernst? Das war dann niemals ein Foulspiel. Komme ich da rüber? Nein, ich hätte flanken müssen. Also, Steilflanke oder was auch immer. Mache ich aber zu selten leider. Meiner. Ja, Mittelstädt ist ja nur ausgeliehen, aber ich denke mal, wir werden den auch verpflichten. Ja. Fall über deinen Torwart. Diese abgepatchten Dinger sind eklig, ne? Gut gesehen. Nein. Ich glaube, der kurz stehen bleibt oder so. Nee, da rennt er hinter den weiter. Oh, wow. Torwart, guck mal. Oh. Das war überflüssig. Das hätte auch ein Tor werden müssen eigentlich. Nee, 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 so nicht. Oh, ganz entspannt, der Junge. Oh, hier, Tiki-Taka oder was? So, auf geht's. Neuer Angriff. Ach, Mann. Nein. Wir sind schon irgendwie komisch zu bespielen, die Gegner hier. Schön gesehen. Und Ecker. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Nein! Ja, hier. Da wollte ich nicht hin. Ich bin abgerutscht. Sehr gut, sehr schön verteidigt da. Da lobt man einmal zu viel, ne? Torwart! Okay, so wollte ich das zwar nicht, aber gut, ich wollte eigentlich Torwart rausholen, habe aber dabei gleichzeitig Steilpass gedrückt. Nein, nicht so lasch. Mann, 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 Mann. Ein 2-0 wäre jetzt echt nett. Nee, 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 Kollege. Du brauchst ja nicht hier so hinfallen einfach so. Habe ich hier gesehen, dass es eine Scheibe ist. Und das 2-0. Und das kurz vor der Pause. Perfekt, ey. Perfekt. Und mit links schön rein gezimmert. Sprachfehler. Doppelpack, Doppelpack. Ja, also mit 4-5-1 komme ich viel, viel besser klar.
Meine, wir haben ja immer noch die Möglichkeit, wenn ich jetzt auf Offensiv drücke, ne, dann ist es halt wieder 4-3-3, ne? Aber da sehe ich jetzt erst halt keine Veranlassung zu. Ja, er weiß ganz genau, was er gemacht hat da. Da hat er einen Bock gemacht. Boah, wohin der Kopfball? Na, lauf mal. Da ist ganz viel Raum. Jetzt, genau. Schön gewartet, bis der Spieler rausgezogen hat. Eieiei. Oh, die ersten Fans pfeifen schon. Nein, okay. Ich hab Muse gehabt. Nein! Aua, Schiri! Schiri! Ey, zweimal! Okay. Ach, da pfeifst du, ja. Vogel, ey, wirklich. Naja. Habe ich mir verdient, ich weiß. Ich war ein bisschen sauer gerade. Tut mir leid. Kriegst du? Nein! Ein Millimeter zu weit, ey. Ja, hier nicht provozieren lassen. Du hast schon gelb, ich weiß. Schwer, aber. Gut gesehen. Dann komm ruhig mit der Stadt. Ist gestattet. So, wäre schön, wenn der Ball mal ins Aus gehen könnte. Ich müsste mal KD runternehmen, glaube ich. Ja, jetzt musst du hinterher rennen. Okay. Oh, ein Verteidiger kommt. Nice Sache. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh nein. Da war KD kurz frei. Aber habe ich nicht hingekriegt. Oh je, yeah, das stolpert ein bisschen. Nein, nicht in die Mitte. Okay, gut gesehen. Jetzt gehen wir ab da. Ach Mist. Was wollte ich denn da machen jetzt gerade? Ich weiß es selber nicht. Ja, lasst euch doch nicht rausziehen da aus dem zentralen Mittelfeld. Unglaublich. Habe ich nicht mehr da hinten gekriegt, ne? Den Ball. Ich wollte ihn nicht umgritschen, ich wollte eigentlich nur blocken, aber. Nein. Dann können wir ja mal wechseln hier. Oh ja. Neue Leute braucht das Land. Bin gleich wieder da. Okay. Dachte. Musste nur was gucken. So. So, auf geht's hier. Ach, Mensch, Leute.
So eine schöne Einladung. Was war das denn? Nein, ich krieg die Klatsche. Oh Gott. Nein, ich hab's geahnt. Ich bin so ein Trottel. Man schießt in die Mitte, oder? Nein! Oh Gott, 2-0 geführt. Ey. Jetzt verlieren wir das Ding noch, oder? Das wäre echt scheiße. So, dann gehen wir auf Offensiv. Jetzt können wir ja mal 4-3-3 ausprobieren. Warum hat der denn hier nicht angenommen? Manchmal bin ich FIFA echt kein Offener. Kommt ins. Nein, nicht so. Ja, ey, sag mal, willst du alles abfalten hier, oder was? Jetzt gehen wir natürlich wie in Barcelona. Mann, ey. Bietet sich aber auch gerade gar keine an. Ey, das gibt's doch nicht. Och man. Es klappt jetzt gerade gar nichts mehr. Das ist FIFA, ey. Nein, 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 nein. Da war Raphael. Okay, ich glaube, wir müssen uns mit den Schienen bedienen. Jetzt hinten bitte keinen kassieren. Wie bitte, ey. 2-0 geführt. Ey. Ja, warte mal. Vielleicht geht der doch noch was. Nee, aber so nicht. Nein, nein, nicht nach hinten. Ja, Jungs, Mädels. Schade. Ja, genau. Da scheißt die mal richtig zusammen, deine Abwehr. Was haben die denn für einen Scheiß da gemacht? Aber tut mir echt leid, ich konnte nichts mehr machen, wirklich. Es hat nichts mehr funktioniert. Wir hätten schnell das 3-0 machen müssen, dann wäre der Sack zu gewesen. Aber so, ja, ist gerecht, ja. 6 zu 2 Torschüsse, okay, gut. Alles klar. Und dann gucken wir mal die Tabelle. Wir sind trotzdem, glaube ich, Erster, bin ich der Meinung. Weil ich glaube, wir haben das bessere Torverhältnis. Schauen wir uns doch mal an. Oh, es ist ärgerlich, ey. Ich könnte gerade wirklich richtig ausflippen, ne? Nee. Die haben einen Punkt noch mehr, genau. Das stimmt. Oh, nächstes Spiel gegen Cottbus. Spielen wir wenig zu Hause? Ja, wir spielen zu Hause.
Die E-Mail beantworte ich gleich. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Hoffentlich schafft man da die Tabellenführung endlich. Aber wir sind ja immer noch ganz gut dabei. Also von daher passt das alles. Immer noch ungeschlagen. Bisschen viele Unentschieden, ja, aber das kann ich auch aus anderen Let's Plays. Vor meinem Cousin zum Beispiel. Also, ja, dann hört sich, ne? Ciao!